Ich möchte mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Alexander Krell von der Lino GmbH, Studium an der Technischen Universität in Dresden. Abschluss ist Diplom-Ingenieur und meine damalige Abschlussarbeit hatte sich mit dem Thema beschäftigt, Anlagenlayout in 3D mit wissensbasierten Systemen. Also Sie sehen, ich bin schon ein bisschen länger mit dem Thema vertraut. Während meiner Zeit in Dresden habe ich am Fraunhofer-Institut gearbeitet, da im Bereich Entwurfsautomatisierung. Da habe ich sozusagen den wissenschaftlichen Schliff bekommen und seit 2009 jetzt bei der Lino GmbH in sehr vielen Kundenprojekten habe ich dann den praktischen Schliff bekommen. Meine speziellen Fähigkeiten sind im 3D-CAD-Bereich, so wie andere vielleicht verschiedene Sprachen, Fremdsprachen sprechen. So beherrsche ich verschiedene CAD-Systeme, wie zum Beispiel SolidWorks seit 2003, CATIA und noch vier, fünf weitere. Seitdem ich bei der Lino bin, beschäftige ich mich ganz stark mit den Produkten Tacton und TactonWorks. Und hier habe ich für unsere Kunden sehr viele Design-Automation-Projekte in den letzten 5 Jahren absolviert. Und ein dritter Punkt ist das 3D-Rendering. Hier nutzen wir bei der Lino das Keyshot. Hier oben ist eine meiner Lieblingsaussagen hier, die wir bei der Lino gern treffen, und zwar einfache Lösungen für komplexe Aufgaben. Ja, Sie haben sehr komplexe, sehr schwierige Aufgaben teilweise zu lösen und da möchten Sie einfache Lösungen und nicht irgendwelche komplizierten. Und wir denken, mit dem Lino 3D Layout haben wir hier so eine Möglichkeit geschaffen. Wie die Kollegen von SolidWorks schon sagten, sind wir sehr viele Teilnehmer, sodass wir die Fragen hier nicht während des Webinars beantworten können. Aber ich möchte Sie auch ermutigen, dass Sie Ihre Fragen gerne an mein Team und mich direkt stellen können. Hier sehen Sie nochmal die Kontaktdaten. Ja, und jetzt würde ich Ihnen zeigen, was habe ich heute mit Ihnen vor. Agenda, erster Teil, ganz klar, Lino 3D Layout. Hier werde ich Ihnen die Werkzeuge und Funktionen mit Hilfe einer Beispielbibliothek zeigen, an einer Beispielbaugruppe. Und ich habe mir überlegt, dass das besser ist, als wenn ich Ihnen jedes Werkzeug irgendwie einzeln erkläre. A, haben wir nicht die Zeit dafür und B, wird es dann vielleicht auch zu langweilig werden. So dass ich denke, mit dem Vorschlag, das alles mal in einer Beispielbaugruppe zu machen, einmal den Workflow zu zeigen und so bekommen Sie dann, denke ich, einen sehr guten Eindruck, wie Sie das Ganze hier nutzen könnten. Im zweiten Teil werde ich Ihnen das TactonWorks nochmal zeigen. Hier werde ich versuchen, in 5 Minuten ein Modell mit 250 Millionen Varianten Ihnen aufzuzeigen. Danach noch ganz kurz das Keyshot und das Keyshot, also hier im speziellen Keyshot VR und das Keyshot Network Rendering werde ich ein bisschen ansprechen. Denn wenn wir mit so einem CAD-System wie SolidWorks und einem Konfigurator wie Tacton und einem Tool Lino 3D Layout Anlagen in 3D schon generiert haben, dann möchten wir auch mit den Daten einfach noch ein Stück weiter fortfahren und dann eben zum Beispiel hier solche Renderings gestalten. Wie von mir angesprochen, folgende Beispielbaugruppe. Da gehe ich gleich drauf ein. Wenn Sie Lino 3D Layout installiert haben, bekommen Sie hier im SolidWorks einen neuen Menüpunkt, in dem die verschiedenen Werkzeuge aufgelistet sind. Hier gibt es dann auch den Zugang zur Hilfe. Die Hilfe ist im Moment sehr umfangreich. Also wir sind jetzt schon bei über 100 Seiten, wo die einzelnen Werkzeuge auch nochmal erklärt sind. Weiterhin gibt es dann hier auf der rechten Seite im Task-Fensterbereich einen neuen Task und den werde ich Ihnen dann später vorstellen. So, wir sehen jetzt hier eben diese Beispielanlage und die ist aufgeteilt in drei Bereiche. Einmal hier auf der linken Seite in diesem großen Bereich und auf der rechten Seite in diese zwei kleinen Bereiche. Und ich zoome mal hier ran. Also hier in dem oberen Bereich haben wir zum Beispiel so verschiedene Hydraulikpressen. Und dann hier in dem unteren Bereich, ich mache mal die Lupe an, sind detaillierte solche Industrieroboter in so einem Park zusammengefasst. Sie sind ja eingezäunt. Das sind hier nochmal so Lichtschranken. Wenn Sie hier reinfahren, halten die dann an. Ja, hier im unteren Bereich ist dann noch so ein Maschinenpark aus CNC-Dreh- und Fräsmaschinen. Komme ich jetzt hier zur rechten Seite, oberen Bereich. Hier haben wir mal so eine typische Anlage, so eine Maschinenstraße, wo Sie sehen, dass mehrere Maschinen einander aufgereiht sind.
Und unser Ziel ist es jetzt genau nochmal so eine Straße oder so ähnlich hier in dem unteren Bereich für den Kunden zu realisieren. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Und das Erste, was ich hierfür machen muss, ich muss diese Fläche als Abstellfläche für die Modelle definieren. Also so wie das hier in den anderen beiden Bereichen schon geschehen ist, muss das auch hier passieren. Und da öffne ich jetzt einfach mal das Einzelteil. Da sehen Sie, hier sind die Abstellflächen schon definiert. Und jetzt ist eben das Ziel, auch hier die dritte zu definieren. Die wähle ich einfach an, gehe dann hier in den Nino-Reiter rein und sage Abstellfläche definieren. So, und damit haben wir jetzt auch hier eine dritte Abstellfläche definiert. Dann speichere ich das Ganze. Dann kann ich das hier zumachen und bin wieder in der Baugruppe. Ich drehe das Ganze mal hier, sodass wir von oben drauf schauen und nehme jetzt mal einen Teil aus der Bibliothek und das ziehe ich hier einfach rein. Und sobald ich mich hier darüber befinde, kann ich das dann hier loslassen. Und dadurch, dass wir das als Abstellfläche definiert haben, schnappt dieses Teil jetzt genau eben auf diese Oberfläche. Jetzt haben Sie gesehen, ich habe dieses Teil hier einfach aus dieser Bibliothek von rechts gezogen. Deswegen würde ich einmal ganz kurz diese Bibliothek hier vorstellen. Also wir haben hier drei Bereiche. Einmal haben wir oben den Suchenbereich, dann haben wir hier solche Strukturbäume und dann hier im unteren Bereich die Ergebnisanzeige. Die Strukturbäume können Sie hier so aufklappen, die können Sie individuell gestalten, eben mit Ihren eigenen Modellen. Und wenn Sie dann hier eben die verschiedenen Untermenüpunkte anwählen, dann werden hier eben entsprechend im Ergebnisfeld also die entsprechenden Maschinen, die da hinterlegt sind, angezeigt. Die Anzeige selbst. Für jedes Objekt gibt es hier so ein gerendertes Bild, was hinterlegt wird. Das finden Sie auch nochmal hier im Preview. Und ich nehme vielleicht mal hier diesen Roboter. Hier sind mehrere Previews hinterlegt. Da können Sie dann einfach draufklicken und diese dann mit der normalen Windows-Vorschau einfach durchklicken. Sie können auch einen Doppelklick hier vorne auf dieses Bild machen. Dann öffnet sich hier so eine Übersicht. Da würden Sie jetzt eben diese verschiedenen Previews sehen und noch hier eine Kurzbezeichnung. Das ist auch die, die hier steht. Daneben gibt es hier noch den Reiter Dokument. Da können Sie verschiedene Dokumente hinter die einzelnen Objekte hängen. In dem Fall haben wir hier mal eine Word-Datei, eine Textdatei und ein PDF. Können Sie einmal draufklicken. Das entsprechende Programm wird dann diese Datei öffnen. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt hier. Das ist Link. Da können Sie verschiedene Links hinterlegen. Der wird jetzt direkt ins Internet gehen. Ich habe aber noch ein Beispiel hier vorbereitet, das zum Beispiel das Intranet zeigen würde. Und ja, da haben Sie die Information zu diesem Teil. Ja, das geht hier hauptsächlich darum, dass eben der Anwender direkt hier die Informationen eben an den verschiedenen Objekten dran hat und nicht lange suchen muss. Apropos Suchen, ich wollte noch was zur Suche sagen. Sie können natürlich hier direkt nach diesen Maschinen über diese ganzen Bäume suchen. Es gehen auch Wildcards, also ich mache hier mal so einen Dollar und sage jetzt mal XCM, dann findet er jetzt diese Fräsmaschine ganz einfach, weil das hier in dieser Bezeichnung noch drin steht. Das Schöne hieran ist, Sie können zum Beispiel auch jetzt, ich suche jetzt mal nach 5 Kilowatt und jetzt werden Sie sich vielleicht ein bisschen fragen, okay, warum werden denn jetzt diese beiden Objekte angezeigt, obwohl weder im Namen noch in der Bezeichnung hier irgendwas von 5 Kilowatt steht. Das hängt einfach damit zusammen, dass in den Dateien, die hier dranhängen, ich mache die mal auf, hier ist zum Beispiel die Nennleistung mit 5 Kilowatt hinterlegt. Das heißt, die Suche sucht eben auch bis in die Dateien rein und wertet das eben mit aus. Und Sie können hier, ich mache mal 8 kW und dann kommen hier eben dementsprechend andere Maschinen. Also die Suche geht auch bis da hinein. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass diese Objekte hier direkt auf diesen Boden schnappen können. Es ist aber auch so, dass die Objekte auch aneinander schnappen können. Das zeige ich jetzt mal hier. Ich ziehe jetzt diesen Abroller hier noch mit an den dran. Und jetzt schnappt der hier an den anderen und zusammen bilden sie jetzt schon eine Kette. Ich kann jetzt hier einen weiteren dran ziehen. Also ich fahre einfach nur in diesen Bereich und dann schnappt er hier dran. Und dann sehen Sie, hängen diese hier so zusammen.
Das Tolle hierbei ist, dass das Lino 3D-Layout diese Schnapppunkte für Sie steuert. Das heißt, ich kann hier hinten und hier vorne an der Kette ein neues Teil anschnappen, aber dazwischen nicht mehr. Ja, da reagiert er nicht mehr drauf. Ja, das übernimmt die Steuerung. So, jetzt haben wir hier eine Kette mit 4 Elementen. Ich möchte Ihnen noch einen anderen Schnapppunkt zeigen. Zum Beispiel, ich habe hier diese Drehmaschine. Die ziehe ich hier einfach mal rein. Und sie schnappt jetzt genauso auf den Boden wie eben diese anderen Teile hier. Und hier haben wir einen anderen Schnapppunkt noch drin. Und zwar ist hier vor diesem Display, beziehungsweise hier vor diesen Schaltern, haben wir noch einen Schnapppunkt. Da können wir einen Mitarbeiter platzieren. Den haben wir hier unter Zubehör. Den ziehe ich einfach hier in diese Nähe. Und sehen Sie, dann schnappt er hier direkt dran. Das hat einmal den Vorteil, er ist dann schon direkt positioniert. Also Sie müssen ihn nicht mal umdrehen oder irgendwas. Und wenn Sie die Maschine bewegen, dann hängt er hier auch immer mit dran. So, jetzt komme ich wieder zu dieser Kette, die ich hier zusammengeklickt habe. Manchmal ist es dann so, dass der Kunde nochmal zu Ihnen kommt und sagt, ah, ich hätte hier gern nochmal einen Teil dazwischen. Das heißt, Sie müssen die Kette aufspalten. Und wie macht man das? Ganz einfach. Ich wähle hier zwei benachbarte Teile an und dann habe ich jetzt hier im Werkzeugkasten eben auch die Werkzeuge des Lino 3D Layout und hier gibt es das Werkzeug Kette trennen. Und das trennt mir diese Kette auf und es macht sogar noch mehr. Es schaltet mir die Schnapppunkte, die hier an den Enden sind, wieder aktiv. Das heißt, wenn ich mir jetzt wieder so eine Maschine hier nehme, dann kann ich hier wieder hinfahren und die schnappen dann hier dran. Und dann habe ich jetzt hier die Kette. Ich kann natürlich auch die Kette hier direkt wieder anschnappen lassen, die zweite, und habe jetzt wieder eine große zusammenhängende. Ja, alles per Klick hier mit Verschieben, sehr einfach. So, dann schaue ich mal, wie geht es jetzt hier weiter. Also wir haben hier noch zwei Transportbänder hinten dran und die suche ich jetzt hier unter Transport aus meiner Bibliothek aus. Nimm das Teil, zieh das einfach dahin und lass es dann hier direkt dran schnappen. Jetzt sehen wir, das ist noch ein bisschen kurz. Ich kann das mit dem Konfigurator einstellen und den lasse ich mir jetzt anzeigen. Da drücke ich hier die F9-Taste, da kommt der Feature-Bereich hier wieder raus. Und ich ziehe mir den hier nochmal ein bisschen breiter. Also hier können Sie den mal rein und rausklicken. Das Lino 3D Layout startet, wenn ein Konfigurationsmodell hinter diesem Modell liegt, startet das automatisch, das hat es hier gemacht. Und jetzt können wir hier die Transportlänge ändern. Ich ändere das jetzt hier auf 3000 mm und dementsprechend wird hier dieses Modell erweitert. Ich nehme ein weiteres Transportband, ziehe das hier hin, das schnappt dann eben mit der gleichen Technologie wie hier vorne. Der Konfigurator wird gestartet. Und jetzt stellen Sie vielleicht fest, wie kann das denn sein? Das sind ja, zweimal das gleiche Teil, aber in unterschiedlichen Längen. Wie funktioniert das? Nutzen Sie SolidWorks-Konfiguration? Nein, nutzen wir nicht. Wir nutzen hier eine andere Technologie und zwar virtualisieren wir zur Laufzeit. Es hat für Sie den Vorteil, dass Sie hier so viele Transportbänder hineinziehen können. Ja, so viel wie Sie möchten, bis der Rechner sozusagen aufgibt. Und es kann jedes unterschiedlich lang sein. Ja? Also Sie müssen das nicht irgendwie mit Konfigurationen vorhalten. Jetzt ändere ich das hier einfach mal auf 6000. Ja, jetzt sehe ich zum Beispiel vielleicht, den kann ich wieder einklappen, dass ich gern dieses Transportband gedreht hätte. Ja, das kann ich daran erkennen. Ich habe hier unten den Elektromotor, der hätte eigentlich hier oben sein sollen, damit das Band in eine andere Richtung läuft. Wie kriege ich das jetzt am besten oder am schnellsten gedreht? Dafür nehme ich hier dieses Werkzeug Kettenelemente drehen. Drücke einfach mal drauf und jetzt wandert der Motor hier hoch, weil er hat dieses Teil einmal komplett gedreht. Das ging recht schnell, ich mache es nochmal zurück. Also jetzt dreht er das Ganze wieder zurück. Das Tolle dabei ist, dass Sie auch innerhalb der Kette ein Element drehen können. Ich mache das mal hier mit dem und weiterhin ist die Kette stabil und in sich weiterhin konsistent. Ich drehe den mal wieder zurück. Was auch geht, Sie können auch mehrere Objekte drehen. Ich nehme mal die beiden und sage jetzt hier drehen. Jetzt werden die nicht zusammengedreht, sondern jedes einzelne wird für sich gedreht. Ja. Gehen Sie einfach mal bei sich in die Konstruktionsabteilung, lassen Sie sich mal so eine
so eine Kette zeigen und versuchen Sie das mal mit den SolidWorks-Bordmitteln. Da werden Sie sehen, das ist gar nicht so einfach. Und hier mit dem Nino 3D Layout haben Sie hier die Möglichkeit, das sehr einfach zu gestalten. So, dann gucke ich hier oben. Als nächstes hätten wir einen Kran. Den haben wir hier. Auch den kann ich hier einfach anziehen und dann schnappt er hier. Auch bei dem geht ein Konfigurationsmodell auf. Ich klappe das hier wieder aus. So, und jetzt kann ich hier auch diesen Kran einstellen. Also ich sage mal, ne, nur 10 Meter ist zu viel. 10 Meter. Ich kann hier eben auch mit Einheiten das Ganze eingeben. Und für die Breite mache ich mal 2,5 Meter. Jetzt kann man von oben ganz gut sehen. Das sollte vom Platz reichen. Aber wir sind ja hier im 3D und haben hier einen weiteren Vorteil. Wir können hier diese dritte Dimension sehen und wir sehen sofort, der Kran ist hier zu flach. Also ändern wir das hier einfach auf 3 Meter und damit wird der Kran größer und wir haben das hier richtig gemacht. Dann sehen wir auch im Hintergrund, hier sind noch zwei Säulen, das haben wir hier nicht. Das hätten wir jetzt, wenn wir nur von oben drauf schauen, also sozusagen uns im 2D bewegen würden, hätte das auch passieren können, dass wir das hier übersehen. Ja, man sieht das hier eben auch nicht. Und das wird verdeckt von diesem Träger und jetzt schalte ich hier einfach mal noch zwei Säulen mit dazu. Und dann haben wir jetzt hier vier Säulen. Das Modell ist ein bisschen umfangreicher als dieses Transportband, aber trotzdem sind es nur 1, 2, 3, 4, 5 Parameter. Und ich zeige Ihnen mal, auch die Schrittweiten sind hier nicht allzu viel. Also hier haben wir 4, hier haben wir 18 Möglichkeiten drin, hier von 2000 bis 4000 sind 2000. Hier sind es 4000 Möglichkeiten und hier sind es 8500. Jetzt versuchen Sie mal zu schätzen, wie viele Varianten, nur wenn wir nur diese Parameter betrachten, hier aus diesem einen Modell kommen würden. Ich habe es für Sie ausgerechnet, es sind 6,2 Billionen mögliche Varianten. Jetzt werden Sie sagen, okay, Herr Krell, das in Millimeterschritten wird jetzt keiner so einen Kran hier konfigurieren. Dann sage ich, okay, machen wir mal 10 Zentimeter Schritte, da kommen wir immer noch auf 6,2 Millionen Varianten. Und da denke ich, werden Sie recht schnell merken, die wollen Sie nicht alle von Hand hier erstellen und in die Bibliothek bringen. Dann nehmen Sie am besten so ein Konfigurationsmodell, da wird das relativ einfach für Sie. Diese Modelle sind sehr einfach, das hat den Vorteil, dass Sie die relativ schnell hier zusammenziehen können und zusammenklicken. Sie können das hier übersichtshalber sehen, aber manchmal gibt es das Bedürfnis, auch detailliertere Modelle hier ablegen zu können. Auch das möchte ich Ihnen zeigen und da halte ich den Konfigurator mal an. Ich habe die Möglichkeit, dieses Teil auch auszutauschen. Wir haben hier noch ein anderes Modell dahinter liegen, einen Kran, der komplexer ist. Und was jetzt im Hintergrund passiert, einmal wird das SolidWorks-Modell ausgetauscht und gleichzeitig wird der Taktor-Konfigurator gestartet und die Parameter von dem einfachen Kran werden jetzt an diesen detailreicheren Kran übergeben. Ich starte hier mal noch das Modell und das sehen wir jetzt hier. Also wir haben hier schon mal ein paar Eingabefelder mehr und wie die wirklich zusammenspielen, das zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Wir gucken mal von oben drauf, dann können wir das besser sehen. Also ich mache die Kranbreite hier mal auf 3 Meter. Also wir bekommen jetzt hier an der Stelle gleich ein bisschen mehr Platz. So, und jetzt tausche ich das Modell nochmal gegen das einfache aus. Und jetzt erwarte ich, dass eben auch der einfache Kran die entsprechende Länge hier Breite bekommt. Ja, hatte gemacht, hat funktioniert. So, bei solchen Layouts ist immer ein ganz großes Thema globale Parameter. Und globale Parameter sind nicht unbedingt immer gleich globale Parameter. Ich möchte Ihnen zeigen, was ich damit meine. Ich nehme hier mal noch das Transportband in eine weitere Straße rein. Wir haben hier zwei Arten von globalen Parametern. Das eine ist die Transportbreite hier und die ändere ich jetzt zum Beispiel auf 800 mm. Und jetzt wird das Ganze hier auf 800 mm verbreitert. Und wenn ich jetzt ein weiteres Band hier reinziehe, auch das schnappt hier dann direkt dran, wird jetzt auch auf 800 mm geändert. Ja, das ist ein globaler Parameter entlang einer Kette und nur für diese Kette. Also der ist nur global für die Kette gesehen. Also ich kann das Ganze hier zum Beispiel auch auf 700 setzen. Dann werden eben beide benachbarten Bänder hier auf 700 gesetzt. Dann hatte ich gesagt, wir haben ja auch noch einen anderen globalen Parameter, der ist jetzt wirklich global über alles und den ändere ich jetzt hier mal, das ist die Transporthöhe
auf 1000 mm und jetzt erwarte ich, dass er hier einmal die beiden Transportbänder und die beiden hier hinten eben alle auf 1000 mm setzen. Jetzt sehe ich unten, er hat noch mehr Komponenten aktualisiert. Die zeige ich Ihnen gleich. Okay, hier, Sie sehen, hat er beides geändert. Was hat er noch geändert? Ja, er hat eben diese anderen Bahnen, die hier in diesem Modell sind, hat er mitgeändert. Ja, also auch hier bei dem Park mit den Robotern hat er auch das Ganze hier verändert. Ich kann jetzt hier auch in dieses Modell direkt reinspringen und sagen, okay, das ist viel zu hoch. Ich mache das Ganze hier mal auf 600 mm, ja, damit sich das hier nicht mehr durchdringt. Sehen wir hier unten, die einzelnen Komponenten werden jetzt abgedatet. Jetzt ist er auch fertig, jetzt nur noch kurz auf den Refresh vom Grafikfenster warten. Und da ist es. Und kontrollieren wir noch, ob er hier, sehen Sie, hat er das Ganze auch geändert. Als nächstes möchte ich Ihnen ein Werkzeug zeigen, und zwar ist es das Verschiebewerkzeug. Dafür halte ich mal den Konfigurator an. Um es diesem Werkzeug noch ein bisschen schwieriger zu machen, fixiere ich jetzt einfach mal diese Kette. Ja, ich kann sie jetzt hier nicht einfach mal mit der Maus verschieben und nutze jetzt hier dieses Verschiebewerkzeug. Das kann ich ein bisschen kleiner machen. Einmal sehen Sie, jetzt kommen hier diese Eingabeparameter. Also Sie können das Ganze absolut verschieben oder hier über Delta oder eben um einen Winkel drehen. Die Farben von diesen Pfeilen und dem Feld korrespondieren mit den Farben von SolidWorks, also X-Richtung. Ist hier der rote Pfeil, ist hier das rote Feld und ist hier im SolidWorks. Genauso verhält sich das mit der Z-Richtung und den blauen Werten hier. Ich könnte auch direkt an den Pfeilen jetzt anfassen und das verschieben, aber ich möchte Ihnen was anderes zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier diese Fläche auswähle und zum Beispiel diese Kante eben zu dieser Wand, dann misst er mir hier den Abstand. Und wie macht er das? Er wertet diese Fläche aus und nimmt den kürzesten Abstand. Ja, also er findet sozusagen hier diese Kante. Und jetzt könnte ich das hier verändern. Es gibt noch eine bisschen bessere Sache, weil ich sehe zum Beispiel hier, dass der Kran, der guckt ja noch so ein Teil da raus. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das ist oder das. Dann kann ich hier einfach auch in diesem Informationsfeld diesen Kran auswählen und dann hier eben diese Kante. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte das Ganze hier auf 4 Meter verschoben haben. Auch hier kann ich mit Einheiten arbeiten und das ging jetzt relativ schnell. Ich mache es nochmal hier oben und sage jetzt hier zum Beispiel nochmal 3 Meter. Was hier im Hintergrund passiert, ist einmal wird die komplette Kette analysiert. Es wird gesucht, ob irgendwo Fixierungen enthalten sind. Wenn ja, werden diese gelöst, dann wird die Kette verschoben und danach werden die Fixierungen wieder gesetzt, so wie das vorher der Fall gewesen ist. Ja, also selbst wenn Sie hier mehrere Teile fixiert hätten oder sich nicht sicher sind, welches das ist, das Werkzeug übernimmt für Sie hier diese Arbeit. Ich möchte Ihnen ein weiteres Werkzeug zeigen. Da nehme ich jetzt die Fixierung hier wieder raus. Da kann ich Ihnen das einfacher zeigen. Also ich habe hier zum Beispiel zwei solche Transportbänder und jetzt habe ich die vielleicht mit dem Verschiebewerkzeug schon miteinander positioniert und möchte jetzt verhindern, dass wenn ich das eine verschiebe, ja, dass sich das andere dann wieder neu positionieren muss. Und deswegen wähle ich einfach hier die beiden an. Und jetzt bekomme ich hier wieder meinen Werkzeugkasten und kann hier sagen, Kettenpositionen verknüpfen. Und jetzt sind eben beide miteinander verknüpft. Ich kann das hier zum Beispiel auch mit der Kette hier oben machen. Verknüpft das Ganze und jetzt hängen die hier zusammen. Ich kann das auch wieder trennen. Sie ahnen, mit welchem Werkzeug das geht. Wieder mit dem Kette trennen. Kann ich das Ganze hier wieder aufspalten. So, jetzt möchte ich Ihnen noch ein Werkzeug hierbei zeigen. Viele Kunden fragen dann immer, folgendes Szenario, ich habe jetzt noch einen Teil bekommen von einem Zulieferer oder von wo auch immer her, das ist jetzt nicht Bestandteil der Bibliothek, aber ich möchte trotzdem, dass es hier eben so schnappt wie diese Teile. Und da habe ich mal hier eins vorbereitet. Und zwar ist das hier so ein Schaltschrank. Der hat eben noch nicht diese Verknüpfungspunkte. Und wie man das macht, zeige ich Ihnen jetzt hier. Und zwar nehme ich dafür diesen Verknüpfungsassistent, wähle hier die Option Grundfläche. Und jetzt sage ich hier die Ebene oben. Warum die Ebene oben? Ganz einfach, weil eben dieser Schrank da drauf steht. Ich sage hier OK.
Und jetzt hat er mir das hier schon hinzugefügt, speichert das Ganze ab, gehe wieder in meine Baugruppe und jetzt ziehe ich den hier rein. Und dann sehen Sie, wenn ich das jetzt gleich kippe, auch dieser hat jetzt hier direkt auf den grauen geschnappt. Ich nehme den mal nochmal raus, weil ich möchte noch was anderes zeigen. Und zwar auch diese Schnapppunkte an den Seiten, weil Sie wollen jetzt vielleicht mehrere nebeneinander schnappen lassen. Gehe wieder hier in den Verknüpfungsassistent, wähle jetzt die Option Snap und jetzt muss ich hier drei Parameter wählen. Einmal sage ich das Ganze auf oben, dann von und dann nehmen wir hier die rechte Seite. Da habe ich schon mal so eine Ebene abgelegt. Mache das Ganze nochmal für die linke Seite, also wählen hier wieder Snap aus. Oben, von und jetzt nehmen wir hier links. Sage ich okay. Und jetzt bringe ich noch mal einen anderen Snap noch mit rein. Das ist der gleiche, wie wir den vorhin bei der Drehmaschine gesehen haben für den Mitarbeiter. Und dann mache ich hier Folgendes. Da gebe ich hier noch Person ein. Und auch hier muss ich jetzt sagen, oben und nehme hier die Mitte von dem und hier diese Endposition, also wo die Person dann stehen soll. In dem Fall speichert das Ganze ab. Gehe wieder in die Baugruppe rein. Und jetzt kann ich hier diesen Schaltschrank ziehe rein, der schnappt auf den Grund, das haben wir schon gesehen. Und jetzt schnappe ich hier oder ziehe den nächsten rein und der schnappt hier auch. Und schon habe ich jetzt hier eine so eine Kette, kann hier noch einen reinziehen. Die ganzen Werkzeuge, was ich im Vorfeld gezeigt habe, funktionieren jetzt auch hier schon an dem Modell. Also ich kann den jetzt hier zum Beispiel drehen. Sehen Sie, an dem Griff hat man das jetzt gesehen, dass er den da nach oben gedreht hat. Ich drehe ihn mal wieder nach unten und genau, diese Werkzeuge funktionieren. Dann wollte ich Ihnen zeigen, dass der eine Snap für den Mitarbeiter, den wir hier mit reingebracht haben, der funktioniert jetzt hier auch. Ja, also ich fahre hier in die Nähe und dann schnappt er hier dran und so einfach konnte ich das jetzt hier realisieren. So viel vielleicht zum ersten Teil. Ich gehe nochmal hier auf meine Folie. Im zweiten Teil hatte ich gesagt, möchte ich Ihnen das Taktgon zeigen und hier, wie ich in 5 Minuten zu einem Modell mit 250 Millionen Varianten komme. Und dann nehme ich hier diesen Schaltschrank und jetzt öffne ich mir hier das Taktonworks Studio. Den Taktonworks Engineer, den haben wir schon gesehen. Das ist die Oberfläche hier zum Ausführen gewesen und das Studio ist zum Erstellen dieser Teile. Und da gehe ich hier mal auf Neu, lege mir hier ein neues Part ein und sage hier, das ist ein Schaltschrank. So, das kann ich dann gleich nochmal nutzen, deswegen markiere ich mir das, speichere das Ganze hier bei mir auf dem Desktop jetzt mal. Jetzt fragt er mich, ob die beiden Modelle miteinander verknüpft werden sollen. Ich sage hier okay. Als erstes brauche ich jetzt hier ein paar Attribute und zwar sage ich hier, ich nehme mal die Breite und da sage ich, die soll mal von 500 bis 1000 mm gehen, kopiere mir die und sage jetzt noch, nehmen wir noch die Tiefe und ein Parameter nehmen wir noch mit rein und zwar es ist die Höhe und da sage ich einfach mal von 1800 bis 2800. Jetzt brauche ich natürlich noch ein Benutzerinterface, also wo ich diese Parameter dann hier auch eingeben kann. Und da stelle ich mir jetzt von diesen Parametern Felder. Einmal für die Breite, dann hier für die Tiefe. Und Sie handeln es natürlich auch noch ein für die Höhe. So, das kann jetzt speichern und laufen lassen. Dann kann ich hier den ändern und Sie sehen, es passiert noch nichts. Das liegt einfach daran, dass ich die noch nicht miteinander verbunden habe. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier. Also die Breite verknüpfe ich jetzt eben mit diesem Längenparameter. Und dann hier die Tiefe. Und als letzten Parameter noch die Höhe. Hier. So, speichere das ab. Dann mache ich Folgendes noch, ich embedde das Modell, das bedeutet, das wird hier in die, direkt in das SolidWorks-File geschrieben und wenn ich das jetzt starte und hier zum Beispiel mal die Breite auf 1000 mm, dann sehen Sie, reagiert hier das Modell schon. So, den speichere ich ab, das brauche ich nicht mehr, den kann ich auch zumachen und jetzt ziehe ich nochmal
diesen Schrank hier rein. Und wie eben bei den anderen Modellen, wo ein Konfigurationsmodell hinterlegt ist, wird natürlich dann eben der Takton Works Engineer gestartet. Und ich kann hier zum Beispiel eben jetzt die 1000 eingeben und der Schrank wird dementsprechend hier geändert. Kann den nächsten dran ziehen und könnte den jetzt hier auch einstellen. Wollen wir noch einmal kurz nachrechnen, ob ich recht hatte mit meinen 250 Millionen Varianten. Also wir haben jetzt hier einmal die Breite, die hat 500 bis 1000, dann die Tiefe hat auch 500 bis 1000 und das sind 1800 bis 2800. Also wir haben hier 500 mal 500, also die Breite mal die Tiefe und dann noch mal 1000 für die Höhe. Und jetzt müssen wir mal kurz die Nullen zählen. Ja, das passt, das sind 250 Millionen Varianten. Klar, so einen Schrank würde man jetzt nicht in Millimeterschritten machen, aber ich denke, Sie haben dadurch einen Eindruck bekommen, wie schnell man hier sowas realisieren kann. Gehe ich nochmal auf meine Folie. Jetzt hatte ich gesagt, sage ich nochmal was zu KeyShot hier, im Speziellen zu dem KeyShot VR. Und da muss ich mal hier auf meinen Desktop drauf. Einmal ganz kurz, was das VR ist. Ich zeige es Ihnen mal bei uns direkt auf der Webseite. Viele denken, dass das hier zum Beispiel ein gerendertes Bild ist. Ja, ist es nur zum Teil. Zum Beispiel können Sie auch diesen Würfel drehen. Ja, also einfach mit der Maus draufklicken oder Sie können auch mit dem Finger, wenn Sie ein iPad oder ein anderes iOS-Gerät haben oder ein Android, dann können Sie auch das hier bedienen, weil das Ganze ist HTML5 basierend und über alle Plattformen hinweg. Was kann man jetzt Tolles damit machen? Ich habe einmal unsere Anlage hier dementsprechend umgesetzt. Ich mache das hier mal noch groß. Das Tolle ist jetzt, dass der Anwender sich hier von ihrer Anlage wirklich einen Eindruck verschaffen kann, ja, indem er das von Hand, also hier mit der Maus, drehen kann. Und so könnte man dann, kann er sozusagen mit seinen Kollegen darüber sprechen und vielleicht kommt dann die Entscheidung, okay, wir können hier diese beiden, vielleicht wenn wir das hier oben ein bisschen zusammenschieben, hier zusammen realisieren, dann hätten wir hier unten doch noch mehr Platz, vielleicht für nochmal so einen Park und man kann sich das eben hier aus verschiedenen Winkeln anschauen. Eine andere Möglichkeit ist, man kann auch direkt solche Videos machen. Ich mache das mal ein bisschen klein, weil ich weiß, dass die Übertragungsrate nicht ganz so hoch ist. Also in echt ruckelt das gar nicht. Das Video ist auch sehr klein, es sind nur 14 Megabyte und es wird sozusagen einmal um die Anlage herumgedreht und dann ein bisschen weggezoomt. Das ist vom Prinzip nur eine Kamerafahrt, die kann man mit ein paar Klicks erstellen. Was wir uns hier aber vorstellen ist, dass Sie sowas direkt aus dem Nino 3D Layout dann heraus in Auftrag geben können. Wir sind mit dem Hersteller von dem KeyShot, das ist die Firma Luxon, in Kontakt und werden uns hier direkt an den ihrer API dranhängen. So, jetzt komme ich hier wieder zu meinen Folien und bin jetzt hier bei der Zusammenfassung. Also Sie haben gesehen, SolidWorks zusammen mit Nino 3D Layout und TaktonWorks. Damit können Sie Anlagenlayouts einfach, schnell und sicher in 3D realisieren. Sie haben auch das KeyShot gesehen, mit dem Sie dann zum Beispiel solche Renderings machen können. Und ich möchte Sie auffordern, das einmal selbst zu probieren. Sprechen Sie uns für Testlizenzen an. Wir können Ihnen hierfür, bis auch für SolidWorks, für alle anderen Produkte Testlizenzen zur Verfügung stellen. Und ich denke, die Reseller von SolidWorks könnten Ihnen auch für SolidWorks Lizenzen zur Verfügung stellen. Und da bin ich jetzt am Ende von meinem Vortrag und würde jetzt an den Andreas Spieler weitergeben. Ich